Zum ersten Mal in Deutschland hat eine Stadt jetzt einen Stopp für Flüchtlinge erwirkt. Salzgitter nimmt ab sofort keine Flüchtlinge mehr auf. Auch anerkannte Flüchtlinge dürfen nicht mehr nach Salzgitter ziehen. Was steckt dahinter? Salzgitter, gut 100.000 Einwohner groß. Salzgitter schreit schon länger nach Hilfe vom Land. Das Problem, die Stadt hat überdurchschnittlich viele Flüchtlinge. Es gibt keine Arbeit. Das ist das große Problem. Und die Leute, die sitzen auch auf Jobs, sind da. Das heißt, große Problem. Keine weiteren Flüchtlinge für Salzgitter. Wird das die Stadt entlasten? Am vergangenen Mittwoch wurde er erstmals erlassen. Der umstrittene Entwurf. Er betrifft die Flüchtlinge, die vom Staat anerkannt sind oder künftig anerkannt werden. Das heißt, wenn Sie dann doch nach Salzgitter ziehen wollen würden, dann müsste unser Ausländeramt und unsere Meldestelle sagen, das dürfen wir nicht vollziehen. Und ihr könnt oder Sie mögen dann bitte sozusagen sich einen anderen Ort wählen. Einwanderer bitte weiterziehen und das per Gesetz. Doch wie groß ist das Problem in Salzgitter überhaupt? Ich habe nichts gegen Asylbewerber oder Ausländer. Ich habe keine schlechte Erfahrung gemacht. Salzgitter ist voll. Man sollte sich wirklich die Stadt mal angucken. Wenn man in der Stadt geht, man kommt sich teilweise vor wie ein Ausländer im eigenen Land. Ich will nicht hier bleiben. Salzgitter auch. Ich will umziehen. Eine Bereicherung ist das auch. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Bloß es muss so sein, dass man die Leute auch integrieren kann, dass man vernünftig mit den Leuten gehen kann. Knapp 6.000 Flüchtlinge leben aktuell in der Stadt. Das sind gut 5% der Gesamtbevölkerung. Was Salzgitter für die Zuwanderer so attraktiv macht, weiß Nicola Pöckler von der Arbeiterwohlfahrt. Die Integration funktioniert recht gut hier, finde ich. Und das bewegt, gekoppelt mit dem Wohnungsleerstand, dann eben viele Menschen hierher zu ziehen. Dass die Integration vor Ort gut läuft, liegt auch am Angebot der Stadt. Zusätzliche Beamte sollen beispielsweise per Fußstreife besser mit den Menschen in Kontakt kommen. So, das kann sein, dass irgendein Bürger Angst hat, auch wenn ich bei uns ins Haus gehe, da stehen immer so viele Fremde vor der Tür. Funkgerät, aber nicht so schlimm. Dass man da aber sagt, Mensch, was können wir da machen? Vielleicht damit die Leute mal sprechen, warum steht ihr da? Warum habt ihr da Angst? Was ist da? Die Kriminalität ist seit dem Zuzug der Flüchtlinge nicht gestiegen. Die Stadt hat trotzdem Sorge. Weil die Flüchtlinge, die zu uns gezogen sind, sich ausgerechnet in Bereichen niedergelassen haben, wo ohnehin schon ein hoher Migrationsanteil war, die wir vorsichtig eben auch als Problembereiche eingeschätzt haben. Der Flüchtlingsstopp als Integrationshilfe also? Bisher ist Salzgitter die einzige Stadt in Deutschland, die das durchgesetzt hat. Doch auch andere Orte klagen über Probleme. Wilhelmshaven und Delmenhorst wollen jetzt nachlegen. Es ist schon eine schwierige Situation und ich kenne jetzt keinen, der den Zuzugsstopp nicht begrüßt. Wir tun hier das, was wir für unsere Stadt für richtig halten. Und da geht es wirklich darum, dass wir hohen Anspruch an unsere Arbeit haben. Und wir möchten, dass diese Stadt in ihrer Offenheit, in ihrer Vielfalt, in der Friedlichkeit des Miteinander auch so weiter erhalten bleibt. Keine weiteren Flüchtlinge in Salzgitter. Damit die, die da sind, die Chance haben, vernünftig anzukommen.